Ja, hallo und herzlich willkommen zurück in meiner kleinen Kochsendung. Ja, wir sind bei Still Life, dem ersten Teil, und müssen jetzt Plätzchen backen. Ja, da habe ich null Ahnung. ja, wir haben einen Papierkorb, wir haben einen Backofen. Das bedeutet, wir... Okay, ich fange jetzt mal an. Was haben wir alles? Wir haben hier Eier. Kann sie das auch sagen, was hier ist? Nein, schade. Ich dachte, mit einem Rechtsklick können sie mir das auch beantworten, was hier ist. Ja. Gehen wir von aus. Mehl. Doch. Doch, brauner Zucker. Ah. Es steht doch da. Messbecher. Kleiner Messbecher, steht das auch hier? Butter. Wir brauchen einen kleinen Messbecher Butter. So, das füllen wir gleich mal hier ein. Einen großen Messbecher Zucker. Ja, tu den mal zurück. Einen großen, wo ist der Zucker? Melasse. Ingwer. Zimt. Mehl. Brauner Zucker. Es ist ja bloß der braune Zucker dabei. Ja? Gibt es noch irgendwelchen anderen? Milch, ist klar. Einen großen braunen Zucker fügen wir dazu. Ja, und einen großen Messbecher Milch. Füllen wir auch hier mit dazu. Becher Milch. So, und jetzt können wir die ganze Geschichte, glaube ich, auch schon mal umrühren. Das wäre der erste Schritt. So. Jetzt kommt noch ein starkes Aroma hinzu. Und zwei große Messbecher Mehl. Mehl. Zwei große Messbecher Mehl. So. Einen Teelöffel, Teelöffel, Moment. Das wird nicht beschriftet. Ich gehe davon aus, dass das der Teelöffel Löffel ist. Ein Teelöffel, Löffel, Mensch. Ingwer. Zimt. Ja. Und einen Esslöffel Ingwer. Oh mein Gott. Ingwer. Ein Esslöffel Ingwer. So, und wir stellen den nochmal an. Ja, zu der bisher hergestellten Masse. Es kommt noch ein Ei dazu. Zack. Ein kleiner Essbecher Melasse. Messbecher. Melasse. Man muss wirklich alles verwenden, was hier ist, ja. Ja,
erneut durchrühren und dann auf den Backofen klicken. Ich kann ja auch den Papierkorb klicken, dann muss ich das Ganze nochmal machen. Bitte, bitte. Genau so. Papa, die Plätzchen sind im Ofen. Jawohl. Ich habe geflunkert. Ich habe mir das Rezept gesucht. Alter. Ja, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Und wir sind erstmal bei 5, 6 Minuten und es hat ihr gleich geschmeckt. Das finde ich ja super. So, da können wir uns erstmal unterhalten. Ja. Backofen wird an sich für sich selbst. Oder Moment, gibt es hier noch was zu sehen? Wollte er die Stühle am Esstisch nicht auswechseln? Jedes Mal, wenn ich drauf sitze, habe ich das Gefühl, eine Armee zu befehligen. Ja, keine Ahnung, ob du das machen willst. Sie hat wieder die Hausschuhe an, ja, schön. Ja. Ich sehe auf Fotos immer dämlich aus. Oh, und besonders auf diesem. Oh. Keine Ahnung, warum du das so siehst. Ja, hier gibt es nichts mehr zu meckern. Wir gehen mal zurück. Oh. Ich habe seit Jahren nicht mehr gespielt. Das geht sicher in die Hose. Vergiss die Plätzchen nicht. Keine Sorge, mein Schatz. Gibt's da nichts mehr zu erledigen? Ich dachte, wir essen die gemeinsam. Jetzt gehe ich auch noch. Jetzt habe ich momentan eigentlich nichts. Ah ja, doch, das Büro. Es ging ja um die. Aber wenn sie nicht gehen will, dann erzählt sie mir es ja eigentlich. Aber es geht ja um die Fingerabdrücke, die ich noch. Ja, wo ich noch wissen will, ob es jetzt fertig ist. Okay, da gehen wir erstmal dahin. Ja, B2, natürlich. Ja, Plätzchen gebacken. Ja, ging ganz leicht. Wolltest du nicht zu deinem Vater? Schon unterwegs. Ich war doch gerade. Habe ich da im Haus eventuell doch was vergessen? Weil die Plätzchen, das ist ja alles gemacht. Schon unterwegs, erzählt sie mir jetzt. Ich lasse ihn doch nicht einfach so dort sitzen, oder? Das wäre ja Unsinn. Naja, jeder Gang macht schlank. Tatort irgendwann vielleicht nochmal zum Tatort, schätze ich mal. Okay.
Das arme Kind war wüst zugerichtet. Der Täter hatte 7-mal auf sie eingestochen, bevor sie entkommen konnte. Roman, einer von Ottokars Männern, hatte sie gefunden und hergebracht. Sie war gerade mal 16 Jahre alt. Ich versprach, mein Möglichstes zu tun, um ihr zu helfen, wenn sie mir helfen würde, den Mörder zu entlarven. Also erzählte sie mir alles. Kann ich das behalten? Ja. Ich bin Gustav McPherson, Privatdetektiv. Ich wurde angeheuert, um ihren Angreifer dingfest zu machen. Und ich heiße Vladana Tominova. Das habe ich schon lange nicht mehr gesagt. Man nennt mich immer nur Vladana. Dürfte ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Oder soll ich später nochmal wiederkommen? Sie können mich ruhig jetzt befragen. Aber ich fürchte, ich werde Ihnen keine große Hilfe sein. Können Sie den Angreifer genauer beschreiben, als er auf Ihrer Zeichnung zu erkennen ist? Sein Zylinder war schwarz. Ebenso der Umhang. Seine Maske war silbern mit Ornamenten drauf, an die ich mich aber nicht genau erinnere. Wann wurden Sie angegriffen? Vor etwa 2 Monaten. Wo geschah es? In der Nähe des Parks. Ich kam aus Marks Atelier und... Lassen Sie sich Zeit. Es war sehr neblig. Ich hörte Schritte vor mir, die sich stetig näherten. Ich blieb stehen. Plötzlich zeichnete sich im Nebel eine Silhouette ab. Vor mir stand ein Mann in Zylinder und Umhang. Ich konnte mich nicht rühren vor Schreck. Was geschah dann? Er näherte sich langsam. Als er aus dem Nebel auftauchte, sah ich, dass er eine Maske trug. Er sah wie der Tod selbst aus. Ich hatte nicht gemerkt, wie nah er schon bei mir stand. Er sprang auf mich zu. Mir entfuhr ein Schrei. Ich dachte, er hätte mich verfehlt, aber dann spürte ich einen Metallgeschmack im Mund. Ich führte meine Hand zum Gesicht und schaute sie an. Sie war blutbeschmiert. Dann spürte ich etwas Kaltes auf meiner Brust und einen jähen Schmerz. Und dann nochmal und nochmal und nochmal. Ich schrie mit letzter Kraft. Dann fiel ich in Ohnmacht. Ich bin hier wieder zu mir gekommen. Mein Körper war voller Stichwunden. Es ist ein Wunder, dass ich noch lebe. Und wie sind Sie hierher gekommen? Roman hatte mich gefunden. Er hatte mich schreien gehört und kam herbeigerannt. Der Mörder rannte weg. Genaueres weiß ich nicht. Fragen Sie ihn besser selbst. Sie haben gesagt, dass Sie aus Marks Atelier kamen. Wer ist Mark? Mark ist ein Künstler. Die meisten Mädchen kennen ihn. Ich glaube, er hat uns fast alle schon mindestens einmal gemalt. Verhielt sich Mark an diesem Abend seltsam oder war er wie immer? Er war wie immer, bis Inspektor Skalnik hereinkam. Über was hat Inspektor Skalnik mit Mark geredet? Ich habe nicht genau zugehört, aber sie stritten sich. Als Skalnik gegangen war, sagte mir Mark, ich solle mich anziehen und nach Hause gehen. Er sei nicht mehr in der Stimmung, weiterzumalen. War er wütend? Ja, er war wütend. Aber er bemühte sich, es nicht zu zeigen. Ich wünschte ihm nur noch einen schönen Abend und ging. War Mark normalerweise nett zu Ihnen? Ja, er war immer nett und ausgesprochen höflich. Er zahlte für das Modellstehen doppelt so viel wie die normalen Kunden und es war ein viel angenehmerer Job, das können Sie mir glauben. Ich habe nur einmal für ihn Modell gestanden, aber ich würde es jederzeit wieder tun. Wo kann ich Mark finden? Sein Atelier liegt gegenüber dem Kanal, neben der alten Mauer. Das war's dann. Vielen Dank für Ihre Auskünfte. Gern geschehen. Passen Sie gut auf sich auf. Seien Sie auch vorsichtig. Danke, das werde ich. Nochmals vielen Dank, dass Sie mir alles erzählt haben. Es fällt Ihnen sicher nicht leicht, darüber zu reden. Sagen Sie mir, wenn ich irgendetwas für Sie tun kann. Ich bin hier gut aufgehoben und ich hoffe, meine Auskünfte helfen Ihnen dabei, ihn zu schnappen. Das tun Sie ganz bestimmt. Ah, jetzt habe ich gerade überlegt, wo ich bin. Ich bin ja in diesem Waggon, wo ich über die Kisten rübergesprungen bin. So, Hauptsache, ich komme jetzt ordentlich wieder heraus, weil der Hund... Okay.
Der Hund scheint weg zu sein. Ich hoffe es. Jetzt sind die Kisten auch wieder anders gestapelt. Oh, was haben wir denn hier? Was ist denn das für ein Gerät? Daraus könnte ich mir Bücherregale bauen. Ach so, das ist Holz, oder? Ist das die dicke Bertha? Ja. Moment, es geht hier noch in einige Richtungen. Ah. Okay. Hallo, Peter. Hallo. Mensch, du bist Brutus aber nur knapp entkommen. Schüchterst du deine neuen Freunde immer so ein? Tut mir leid, was da passiert ist. Normalerweise reißt die Kette nicht. Aber dein Gesichtsausdruck war zum Schießen. Den Scherz mache ich mit allen Neuen. Worin besteht deine Arbeit für Ottokar sonst, außer dass du Leute verkloppst? Ich tue Leuten weh, die Ottokar nicht mag. So wie dich zum Beispiel. Ja, das ist mir klar, aber was machst du sonst noch für Ottokar, außer Leute zu verprügeln? Sonst nichts. Ich tue nur weh. Du kapierst aber langsam. Aber du hast mich so zum Lachen gebracht. Schön zu wissen. Ich will dich jetzt nicht weiter bei deiner Türsteharbeit stören. Aber du solltest den Brutus-Witz einstellen. Ich habe mir vor Angst in die Hosen gemacht. Das erinnert mich daran, dass ich die Kette reparieren muss. Okay, ich konnte ja auch noch mal nach oben gehen. Also hier. Da, der Hund ist wirklich weg. Also, nachdem der auf mich losgegangen ist, ist der... Da ist er wieder... Er ist doch wieder da. Der ist jetzt hier unten rumgerannt. Ich brauche den Kran nicht mehr. Ach, zum Glück. Er braucht den Kran nicht mehr. Ich dachte jetzt, das ist ein Fehler. Jetzt kommt der Hund nochmal. Ich verschwinde am besten, bevor mich das Spiel nochmal falsch versteht. Könnte ja sein. Ja. Na gut. Dann tschüss, wenn es Spaß gemacht hat. Zu erschrecken. Oh, wie konzentrieren wir uns wieder? Wo war die letzte Unterhaltung? Wo war das jetzt? Hallo? Kapitel 2. Kabine lassen. Klettern zumindest. Nein. Schrottplatz. Das ist nichts, was mir hier irgendwie hilft. Ich werde es schon finden. Ich werde es schon finden. Ich bin nämlich einfach mal durch. Aber hier wird es nicht sein. Meistens passiert ja auch immer was. Okay. Ja, kleiner Rückblick wieder. Oh, und links was? Bin ich das, wo ich bin? Oder? Marks Atelier. Ah, okay, davon war ja auch die Rede. Okay, Flashback. Hallo? Hallo? Ja? Verzeihen Sie mir, ich klopfte und die Tür ging auf, also kam ich rein. Ist schon gut. Und mit wem habe ich die Ehre?
Ich bin Gus McPherson, Privatdetektiv. Ich wurde mit den hiesigen Mordfällen beauftragt. Wirklich? Ein echter Privatdetektiv. Und dem Akzent nach dazu noch Amerikaner. Damit wäre das Klischee ja wohl perfekt. Ich bin Mark Ackermann. Freut mich, Ihre Bekanntschaft zu machen. Ganz meinerseits. Sie sind Brite, oder? Nein, Amerikaner, genau wie Sie. Ich habe allerdings einen Großteil meiner Kindheit in England verbracht, da mein Vater Botschafter ist. Daher der Akzent. Ich selbst bemerke ihn aber kaum noch. Mark, wer ist da? Bitte nicht bewegen, Apollina. Hätten Sie Zeit, mir ein paar Fragen zu beantworten? Wenn's nicht lange dauert, immer. Wie aufregend, einem Privatdetektiv zu begegnen. Tut mir leid, Sie das fragen zu müssen, aber haben Sie je eins der Mädchen anderweitig als für Modellzwecke beschäftigt? Unsere Beziehung war stets beruflicher Natur, Mr. McPherson. Ich habe keine von Ihnen je angefasst. Wie gesagt, bedauere ich zutiefst, diese Art von Fragen stellen zu müssen. Das bezweifle ich keineswegs. Es ist zwar eine Weile her, aber erinnern Sie sich an einen Besuch von Inspektor Skalnick? Dabei sollen Sie einen kleinen Streit mit ihm gehabt haben. War dem so? Ja, dem war so. Und dürfte ich erfahren, worum es dabei ging? Aber selbstverständlich. Er bezichtigte mich für die, wie sagten Sie gleich, hiesigen Mordfälle verantwortlich zu sein. Er bezichtigte Sie der Morde? Genau. Ist das zu glauben? Ich ein Mörder? Das ist doch lächerlich. Und hat er Ihnen seine Gründe dargelegt? Nicht wirklich. Er versuchte mich zu provozieren. Aber er führte nur leere Behauptungen und keinerlei Beweise an. Aber am besten fragen Sie ihn selbst nach seinen Hypothesen. Mark, ich kann nicht mehr. Tja, dann will ich Sie nicht länger aufhalten. Ja, ich muss wieder an die Arbeit, bevor... Ich verstehe. Danke für Ihre Auskünfte. Kann ich vielleicht später wiederkommen, wenn Sie mehr Zeit haben? Sicher. Aber wie gesagt, kann Ihnen Inspektor Skalnick vielleicht eher weiterhelfen. Also dann nochmal, vielen Dank. Gern geschehen. Und viel Erfolg bei Ihren Nachforschungen. Ich lasse ihn am besten Apollina malen. Wer weiß, mit ein bisschen Glück reißt ihm vielleicht den Kopf ab. Ach so, das war die. Oh, hier vorne steht doch auch jemand. Das war die Robuste. Ja, Inspektor, es war von Inspektor die Rede. Ah, das ist dazu. Ich sollte ihn besser nicht stören. Das ist dazugekommen. Hier kam ich ja vorhin noch nicht durch. Aha. Okay, dann gehen wir mal zur Wache. Was haben wir denn alles? Polizeiwache. So. Ich hoffe, ich bin richtig. Hallo, mein Freund. Herr McPherson, was kann ich für Sie tun? Ich möchte gern mit Ihrem Chef sprechen. Ist er da? Ja, das ist er. Wollen Sie ihn mit unangenehmen Fragen belästigen? Woher wissen Sie das? Nur so geraten. Gehen Sie nur zu ihm, mein Freund. Die Treppe hoch und am Ende des Gangs rechts. Danke. Das ging ja einfach. Er hat aber auch riesengroße Hände. Das ist ja verrückt. Kann ich hier irgendwas einsehen? Vielleicht irgendeine Notiz? Ah nein, okay. Die Treppe hoch und rechts. Wir sind ja neugierig, ja. Aber es scheint... Was ist hier? Das hat nichts mit der Treppe hoch zu tun.
Okay. Treppe hoch und dann rechts. Nein, die Treppe hoch und dann links. Wo man auch hinkommt, einen Alfons Mucher scheint es überall zu geben. Sieht so aus, als wäre keinerlei Haftbefehl ausgestellt worden. Seltsam für eine Polizeiwache, dass es keine Haftbefehle gibt. Halt, halt, ich habe doch hier auch was gesehen. War hier nicht eine Lupe gerade eben? Davon hat bestimmt jeder welche. Ich weiß nicht, was du meinst. Hier. Hier. Ist das seine Frau? Die sieht ja zum Davonlaufen aus. Oi. Keine gute Idee. Er sitzt doch da. Na, okay. Inspektor Skalnek? Ah, da haben wir ja unseren tapferen Ritter. Sie Schlitzohr. Was wollen Sie von mir, Macpherson? Ich bin auf dem Sprung. Ich möchte Ihnen gerne ein paar Fragen zu Mark, dem Künstler, stellen. Was ist mit dem? Nun, Sie haben mir gesagt, es gäbe noch keinen Verdächtigen bei diesem Fall. Aber dieser nette junge Mann sagt etwas anderes. Was sagt er denn? Er sagt, Sie würden ihn der Verbrechen beschuldigen. Darf ich fragen, warum? Nun, ich fand ihn verdächtig. Sie nicht? Es spielt keine Rolle, was ich dazu denke. Mehr Zeit habe ich nicht für Sie übrig. Okay. Könnten Sie mir wenigstens die Akten zu den anderen Opfern leihen? Nein, Macpherson. Warum nicht? Ich möchte nur einen Blick reinwerfen. Ich dachte, wir arbeiten Hand in Hand. Nein, das tun wir nicht. Im Gegensatz zu Ihnen arbeite ich für den Bürgermeister und nicht für Freudenmädchen. Es scheint mir also, dass wir für dieselbe Art von Kundschaft arbeiten. Meine Kunden haben allerdings Anstand und Ehrgefühl. Damit dürfte unser Gespräch beendet sein. Ich habe noch andere Dinge zu tun. Oh, den letzten Satz, den fand ich richtig gut. Der letzte Satz war gut, ja. Meine haben Anstand. Hallo, Kase. Sie müssen mir nochmal einen Gefallen tun. Und das wäre? Ich benötige einige Akten aus Galniks Büro. Können Sie mich reinlassen? Leider nicht. Das könnte mich meinen Job kosten. Ach was, für einen guten alten Freund. Nein, das kann ich wirklich nicht machen. Aber die Arbeiter, die neben dem Gebäude beschäftigt sind, die könnten Ihnen vielleicht helfen. Okay. Danke für den Hinweis. Schönen Abend. Tut mir leid, wie ein Dorftrottel aufzutreten, aber könnten Sie mir nicht sagen, wie ich in das Büro reinkomme? Es gibt bestimmt einen Weg, aber ich habe jetzt keine Zeit, mir den Kopf darüber zu zerbrechen. Ja, wir halten fest, die Arbeiter wissen etwas. Wahrscheinlich gibt es da auch vielleicht ein Gerüst, wo ich über eventuell ein Fenster da reinkomme. Es ist nur eine Theorie. Und das alles das nächste Mal hier bei Still Life, liebe Freunde. Vielen Dank fürs Zusehen und dass ihr bisher dabei wart und zu hören. Bis zum nächsten Mal. Dann bin ich erstmal wieder weg. Ja, tschüss.